Hallo zusammen, ich stehe hier wohl neben dem Buschkraft- und Survivalbaum schlechthin. Die Birke. Buschkraft- und Survivalbaum in dem Sinn, weil erstens mal er liefert uns perfekten Zunder. Da möchte ich gleich auch noch auf was darauf hinweisen. Des Öfteren laufe ich durch den Wald und dann sehe ich wieder massenweise die Rinde fehlt. Und das ist natürlich nicht nötig, dass man da das Ganze rausschneidet, das macht nur den Baum kaputt, Pilzbefall etc. wird der Fall sein. Dann natürlich wird das zum Absterben des Baumes führen. Es reicht schon in erster Linie, selbst bei jungen Birken hier, wenn man aus der Außenrinde diese kleinen Stücke, die reichen schon vollkommen aus, um ein Feuer zu entzünden. Also man muss nicht mehr nehmen. Und die älteren Birken, die geben ja richtig große Birkenrindestücke, die man gut abziehen kann. Das reicht. Die andere Variante ist natürlich auch, wenn man umgestürzte Birken findet, selbst wenn die schon morsch sind, selbst wenn die feucht sind, kann man die natürlich immer wieder verwenden, wie ihr hier sehen könnt. Weiter ist natürlich auch so, dass die Birke einen hervorragenden Tee gibt mit den Blättern, also ich mag den ganz gern. Da natürlich auch Seife herstellen mit den Blättern, da es ja Saponine enthält. Aber was ich heute noch sprechen will, das ist natürlich das Wasser. Pro Jahr treibt eine Birke bis zu 200-300 Liter Wasser hoch. Und das ist natürlich Wasser, das sehr lecker ist und auch sehr gesund. In Ländern wie Russland und China, da haben sie ja ganze Birkenplantagen, wo die Bäume angebohrt werden, ein Schlauch rein und unten eine Flasche dran. Dieses Wasser ist auch zu kaufen in Reformhäusern etc. Allerdings ist dieses Wasser natürlich aufgekocht, also sterilisiert worden, damit es auch länger haltbar ist. Birkenwasser selber, wenn ihr Sand zapft, ist natürlich so, dass es heißt, nach ein, zwei Tagen müsste es getrunken werden, weil sonst riecht es säuerlich nach Fäulnis etc. Also nicht mehr genießbar. Man kann das vermeiden, indem man natürlich Zucker und Zitrone dazu gibt, aber das verändert natürlich dann auch den Geschmack. Was aber nicht an der Wirkung dieses Birkenwassers etwas ändert. Was das Birkenwasser natürlich auch so begehrenswert macht, sind seine Bestandteile wie Eisen, Kalium, Calcium und Magnesium, dass er sehr gut gegen die Krämpfe ist. Dann aber natürlich auch Proteine und einen schönen Anteil an Vitamin C. Und das Xylit, das ist ja dann auch verantwortlich für den süßlichen Geschmack des Birkenwassers. Ja, ich werde jetzt mal hier mit meinem Messer ein Loch reinmachen, meinen Becher dran binden und zwei, drei Schlücke davon rauslassen. Wie ihr gesehen habt, tropft das schön regelmäßig nun rein und ich bin natürlich froh, dass ich diese Birke hier zumindest für diese Saison benutzen kann, für das Anzapfen der Birke, denn erstmal schmeckt das Wasser wirklich sehr gut und zweitens können es die Kursteilnehmer und auch hier ihr auf YouTube sehen, dass es wirklich wunderbar funktioniert. Ende des Jahres wird diese Birke dann wahrscheinlich trotzdem gefällt, aber zumindest für diese Kurse dieses Jahr haben wir Birke, die wir ohne großes schlechtes Gewissen anbohren können. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe nun den Becher weggenommen. Da hat es regelmäßig reingetropft und schmeckt wirklich ein bisschen süßlich, sehr angenehm und natürlich die Wirkstoffe sensationell. Also ab euch, zweiten Schluck. Ja, ich werde nun das Loch wieder verschließen und denkt dran, Leute, falls ihr Möglichkeit habt, eine Birke anzustechen, also macht das nicht einfach nur irgendwo so und lasst das Loch offen, denn es wird hier raustropfen, das schadet der Birke. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss zusammen.